Ja, ein ganz herzliches Willkommen am frühen Nachmittag des University of the Future Festivals. Sie befinden sich hier in der Session zu Exploring Your Personality and the World Around You. Und ich begrüße ganz herzlich die beiden Referenten, Dr. Markus Strauch und Julia Kolbinger. Hallo, ihr seid auch schon zugeschaltet. Ja, hallo. Hallo. Ja, mein Name ist Tina Basner. Ich moderiere hier durch die nächsten 30 Minuten. Ganz kurz vorweg, also die Veranstaltung wird aufgezeichnet, so dass sie eben auch anderen Teilnehmern danach noch zur Verfügung steht. Und Sie finden, mittlerweile wissen Sie das wahrscheinlich auch schon, auf der rechten Seite sowohl ein Chat als auch ein Q&A. Und Sie können dort gerne auch schon im Verlauf der Session Fragen eintragen oder auch wenn ja technische Störungen sind, Sie irgendwie Hilfe benötigen, sich darüber gerne auch mit mir in Kontakt setzen. Ich bin im Hintergrund und unterstütze. Genau, es wird am Ende der Session ja circa 3 Minuten Zeit geben, um noch Fragen zu klären. Also diese gerne in den Chat oder in die Q&A-Funktion reinpacken. Genau, und ansonsten übergebe ich an die beiden Speakerinnen. Und ja, ich gebe Ihnen mal den Bildschirm, Frau Kolbinger, und Sie können Ihre Präsentation mit uns dann gerne sharen. Wunderbar, so machen wir das. Dann begrüße ich Sie auch herzlich von unserer Seite. Wie gesagt, mein Name ist Dr. Markus Strauch. Gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Kolbinger betreue und begleite ich das Projekt im Rahmen des Förderprogramms Integra, das gefördert vom Deutschen Akademischen Austauschdienst an der Universität Freiburg, in dem wir stärkenbasierte Berufsorientierung und Service Learning, also gesellschaftliches Engagement von Studierenden in zwei Seminaren begleiten. Jetzt brauchen wir die Präsentation noch kurz und dann gibt es auch Bilder dazu. Wie gesagt, zwei Teile eines Gesamtprojekts, das sich, wie Sie heute von uns hören und in einem kleinen Teil auch erleben werden, eine kleine Übung auch vorbereitet, das sich erstreckt von der eben Stärkenbasierung, also DISC-I sehen Sie hier links. Discover Your Skills International und also von der Ergründung der eigenen Stärken und einer Berufsorientierung auf dieser Basis erstreckt bis hin zum gesellschaftlichen Engagement Service Learning International, hier versinnbildlicht mit den beiden Puzzleteilen. Zwei unabhängig voneinander belegbare Seminare, die aber insgesamt ein Gesamtprogramm in der Eingangs- und im Titel verdeutlichten Form bilden. Das gibt es bei uns seit letztem Sommersemester, also Sommersemester 21, haben wir gestartet mit der Pilotierung. Wir sind gerade mit Service Learning International gestartet. DISC-I startet in 2 Wochen in das zweite Semester, in den zweiten Durchgang und so wie es aussieht, kann man das auch mindestens bis Mitte nächsten Jahres, also bis zum Sommersemester auch noch weiterführen. Das zum Hintergrund. Näher rein, mein Teil folgt zuerst. DISC-I, das sind insgesamt 5 Module beziehungsweise Sitzungen, in denen wir, wie eben schon angedeutet, nach einem Kickoff wirklich schauen, was haben die Studierenden denn für persönliche Stärken, also im Sinne von tatsächlich Charakterstärken, also keine äußeren Ressourcen, Talente, Interessen oder Fähigkeiten, die erlernt wurden, sondern wirklich auf Persönlichkeitsebene, kommend aus der positiven Psychologie. Da sehen Sie in der Mitte Spotting Strengths, also erstmal diese Stärken in den Blick zu kriegen, die zu erkunden, Exploring Strengths, und dann anzuwenden im Sinne und in Richtung einer stärkenorientierten Berufsorientierung. Das ist der Teil, der im Prozess hauptsächlich stattfindet und mit, unten sehen Sie es, Career Options, mit individuell stärkenbasierten Karriere Berufsoptionen dann die Studierenden in den möglichen Arbeitsmarkt hier in Deutschland entlässt. Vom DAAD gefördert heißt eben für internationale Studierende, die hier zum Studium herkommen und möglicherweise auch hier dann in den Arbeitsmarkt eintreten sollen. Damit, und dann die nächste Folie, das ein bisschen greifbarer machen, haben jetzt unsere Moderatoren gebeten, entsprechend der Anzahl der hier befindlichen TeilnehmerInnen Breakout Rooms zu kreieren. Sprich, sie werden jetzt einen Teil von mir angeleitet kurz selbst durchführen, mit dem wir in das Seminar starten. Und dann wird klar, was das mit positiver Psychologie und der Stärkenorientierung zu tun hat. Einleiten mag ich
zur Instruktion mit einer kurzen Geschichte von Eckhard von Hirschhausen. Der erzählt diese Pinguin-Geschichte des Öfteren. Also erzählt, wie er auf Reisen war, in einen Zoo ging und in dem Pinguinwasser so einen Pinguin gesehen hat, wie er auf dem Felsen watschelt und so gemerkt hat, oh, was ist denn das für ein Wesen? Das ist ja ein Vogel, der nicht fliegen kann. Nicht so sehr elegant in seiner Fortbewegung, wenn man den so auf dem Felsen watscheln sieht. Wie er so schön sagt, sogar die Knie hat der Herrgott vergessen, untersetzte Statur, also eigentlich ja nicht wirklich zu was zu gebrauchen. Und während er, und das sieht man hier auf dem Bild, so über das Wesen und Leid eines Pinguins marodiert und dessen Fähigkeit, was zu tun oder nicht, springt der ins Wasser und fliegt. Bewegt sich so elegant und pfeilschnell vorwärts, wie man sich's nur vorstellen kann. Und, das finde ich immer noch das Beste, kommt mit einem Energieäquivalent von einem Liter Benzin 2000 Kilometer weit. Hat kein Mensch technisch je geschafft. Und wenn man sich das vor Augen hält, sieht man, ja, ein Wesen, eine Person, kann man es in Übertragung sagen, mit bestimmten Qualitäten in der einen Umgebung, ja, watschelt halt so auf dem Felsen vor sich hin, in der passenden Umgebung, me at my best, und das ist jetzt gleich Ihre Aufgabe auch zum Einchecken in unser Seminar hier und die Vorstellung, mal zu überlegen, wo bin ich denn in meinem Element gewesen? Also Sie sind gleich zu zweit zusammen, 3 Minuten schickt man Sie in die Breakout-Sessions. Eine Person erzählt, die andere hört einfach mal nur zu, lässt es entwickeln. Eine Geschichte, wo Sie so voll in Ihrem Element gewesen sind, also wie der Pinguin im Wasser oder der Vogel in der Luft oder eine Wüstenrennmaus in der Wüste. Also schauen Sie mal, wo ist so ein Flow-Erleben entstanden? Und nach 3 Minuten treffen wir uns wieder hier und schauen doch mal, was in den 3 Minuten so alles geschehen ist. Also kurzer Input. Eine Person erzählt, die andere hört zu. Es wird keinen Wechsel geben jetzt, da haben wir nicht genug Zeit dafür, aber ab jetzt bitte 14.13 Uhr geht es dann quasi los bis 14.16 in die Breakout Rooms. Eine Person erzählt, die andere hört zu. Me at my best. Markus, man hat jetzt schon die ganze Präsentation gesehen, ne? Ja. Okay. Also ich hatte die voll. Ich probiere es gerade nochmal. Ja. Ah, jetzt ist sie auch da. Ja. So, das mit den Breakout Rooms hat geklappt. Allerdings hatten wir jetzt den Fall, dass Leute jetzt gerade rausgegangen sind, sodass Leute jetzt zwei Leute alleine in Räumen sind, die leider nicht miteinander connecten kann. 3, können Sie die verschieben? Ja, das versuche ich gerade. Das scheint also alle in Raum 5 oder so. Sonst. Genau, wir haben also 3, eine davon didn't join, also sie ist gar nicht da. Mhm. Und die anderen beide, wenn Sie die noch zusammenstecken können. Sind ja noch 2 Minuten, dann passt es. Ansonsten erzähle ich, wie gesagt, was die erlebt haben sollten. Genau, das war natürlich gerade, das sind viele Leute jetzt in dem Moment rausgegangen, als sie angekündigt haben, Breakouts zu machen. Und dann hat es dann wahrscheinlich ganz. Ja, sowas. Ah ja, okay, genau. Frau Ondrusch ist auch wieder jetzt im Raum zurück. Schicken Sie sich mal woanders hin, genau. Ich gucke mal, ob hier noch irgendjemand alleine ist. Raum 5 oder Raum 4 sehe ich. So. Also 2 Paare haben wir auf jeden Fall, die noch bestehen. Ja. Wow. So, ich gucke mal, ob ich das noch rumschicken kann hier. Ja, da sind Leute doch wieder gegangen aus den Räumen. Aber ich kann tatsächlich gerade nicht verschieben, warum auch nicht. Nee, dann lassen wir es jetzt bis 16 laufen und dann erzähle ich sowieso dazu. Genau. Also, kannst die Präsentation, Julia, vielleicht auch schon noch wieder aufschalten an der Folie. Ja, ich kämpfe noch ein bisschen damit, dass die quasi dass die Anzeige kommt. Wenn die Teilnehmer vielleicht, die jetzt gerade nochmal zurück in den Hauptraum gekommen sind, also jetzt haben einige von Ihnen erlebt, dass sie jetzt alleine waren von vornherein oder die zweite Person verschwunden ist. Das sehe ich auch tatsächlich. Wir wissen ja nicht, warum. Also das
Tut uns leid, dass Sie da verlassen worden sind. Es war sicherlich keine böse Absicht. Wir warten dann jetzt einfach noch eine Minute. Genau, ja. Und dann. 45 Sekunden sind es noch und dann können Sie die Breakout Rooms beenden und dann sage ich noch. Genau, also Sie brauchen keine Sorge haben an die Teilnehmer jetzt, die jetzt hier wieder im Hauptraum sind. Herr Strauch wird uns eine Impression geben, was gerade vielleicht erlebt worden ist auch. Also geht jetzt nichts verloren, außer natürlich der schöne direkte Austausch. Genau. So, dann haben wir Gut, jetzt noch ein dann. paar Sekündchen, dann hole ich die jetzt zurück, ja? Genau. Sie geben mir Bescheid, wenn alle wieder da sind, dann fahre ich Genau. fort. So, dann schauen wir mal, ob alle auch wieder zurück sind. Das Sehr sieht schön. gut aus. Ja, Ja. sind alle wieder zurück aus den Räumen. Dann übergebe ich wieder an Sie, Herr Strauch. Genau. Als letztes möglicherweise was passiert, was die positive Psychologie so an sich hat. Die Zuwendung zum Positiven erschreckt dann, sodass manche fluchtartig Breakout-Räume oder Konferenzräume verlassen. Das würde man an einer anderen Stelle vertiefen, ist aber auch im Seminar tatsächlich eine sehr ja, von Bewusstsein, also Bewusstheit geprägte Zuwendung, die da nötig ist. Es geht tatsächlich drum, und das ist ein Teil, den Sie vielleicht erlebt haben, ups, so schnell von einem Me at my best Erlebnis erzählen zu können, mir fällt gar nichts ein, oder es fühlt sich so an, wie wenn ich prahlen würde, also Eigenlob stinkt. Das sind so die wirklich unangenehm empfundenen Teile dieser Übung gegebenenfalls. Also ich glaube, zwei Gruppen haben es ja gemacht. Was es aber produziert, so jetzt rein von der positiv-psychologischen Basis her, ist Wohlbefinden. Also wenn wir uns bewusst dem Positiven, dem zuwenden, wo wir in unserem Element sind, wo wir aufblühen können, dann entsteht Wohlbefinden. Auf dieser Basis eine Verbreiterung von Aufmerksamkeit und Möglichkeiten aus unserem Leben was zu machen. Ich kürze jetzt sehr stark ab. Und das nehmen wir als Einstiegsübung, um die Studierenden wirklich in diese Perspektive und in die Lage zu versetzen, sich mal nicht den Herausforderungen und Möglichkeiten der Gesellschaft und des Arbeitsmarktes, wie sie ihn bietet, zuzuwenden und davon ableiten, zu gucken, was muss ich denn lernen, um das zu erfüllen, sondern wirklich all das aufzunehmen, was Sie hier auf der Folie unten sehen. Das sind die 24 Charakterkernstärken aus der positiven Psychologie. Und davon 4 bis 5, so ist die Forschung, haben wir als Stärken, die uns ausmachen, herauszufinden und auf der Basis eine Karriereoption zu formulieren, die dann auch trägt. Also dann bin ich ich und kann mit meinen Kernstärken arbeiten. Und wenn die Stärken im richtigen Umfeld gelebt werden können, wenn Stärken und Umfeld zusammenpassen, das ist der Match, den wir mit der Stärkenorientierung einerseits und der Berufsoption der passenden dazu gelingen wollen, dann ist es ein Empfinden wie der Pinguin im Wasser. Also wenn das gut zusammenkommt, dann ist es keine Herausforderung, Job oder Stress, sondern wir gehen wirklich da sehr, sehr stark von der Richtung aus, dass die Studierenden wirklich ein Umfeld, ein Arbeitsumfeld sich suchen, wenn das schon besteht, oder wir sind auch im Gründungsbereich sehr viel tätig, sich eins mit kreieren oder selbst kreieren, das zu ihren Kernstärken passt. Also hier als kleine Übung, me at my best ist immer meine Kernstärke im optimalen Umfeld, der Pinguin im Wasser. So steigen wir ein und entwickeln über ein ganzes Semester dann ganz konkrete Berufsoptionen im Sinne eines Umfelds für die eigenen Charakterstärken, mit denen die internationalen Studierenden dann ins Feld gehen. Das zu meinem Teil als Impression für die, die es gemacht haben, auch live erlebt war. Für die anderen tut es mir leid, vielleicht haben sie reflektiert über eine Me at my best Geschichte. Ich wünsche es ihnen. Wie gesagt, das gibt sehr, sehr positive Effekte auf der sehr persönlichen Seite, wie eben auch in Richtung Berufsorientierung oder Leistungsfähigkeit am Schluss. Das mal zum ersten Teil. Discover your skills, die eigenen Stärken international. Und jetzt gehen wir über. Ich übergebe an dich, Julia, für den Teil des Service Learning, wo es darum geht, vielleicht aus den Stärken dann gesellschaftlich tragbar auch was zu machen. Ja, vielen Dank, Markus. Dann widmen wir uns mal dem zweiten Modul in unserem Lehrangebot für internationale Studierende am Zentrum für Schlüsselqualifikationen, nämlich Service Learning International. Service Learning, das vorab ist eine Lehr-Lern-Methode, in dessen Rahmen sich Studierende
in Vereinen oder anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen engagieren und wie aus der Praxiserfahrung dann ein tiefgreifender Lern- und auch Veränderungsprozess für Studierende werden kann, das schauen wir an. Und ich möchte Sie zum Beginn einfach mal kurz einladen, nochmal aktiv zu werden, und zwar zwei Fragen an Sie. Was würden Sie sagen, sind die größten Herausforderungen aktuell auf der Welt? Und die zweite Frage ist, wer ist der oder die zentrale Akteurin, um diese Herausforderung zu meistern? Und dafür lade ich Sie ein, einfach mal kurz ein weiteres Browserfenster zu öffnen und www.menti.com einzugeben und dann den Code, den Sie hier unten sehen, nämlich die 8789-0724. Ich beende mal kurz die Freigabe des Bildschirms und kopiere diesen Code auch in den Chat. Dann können Sie ihn einfach kopieren und teile dann wiederum die Ergebnisse dieser kleinen Umfrage. Einen Moment. Dann können wir nämlich sehen, was passiert und beobachten, was hier so eingegeben wird. Das mache ich nämlich auch immer im Kickoff zu unserer Veranstaltung Service Learning International. Und ich finde es immer sehr schön, wie diese Wortwolke hier entsteht. Wir warten mal noch einen Moment. Es haben bisher zwei Leute mitgemacht. Sie dürfen gerne noch mal eingeben. Also ich kann schon sehen, den Klimawandel, die Klimaerwärmung, Artensterben, globale Ungerechtigkeit, Kapitalismus, Armut. Der Klimawandel wird hier größer, weil ihn mehrere Leute eingegeben haben. Rechtspopulismus, Egoismus, Digitalisierung auch als Herausforderung. Okay, vielen Dank dafür. Wir gehen mal auf die zweite Frage. Wer ist der oder die zentrale Akteurin, um diese Herausforderung zu meistern? Sie dürfen entscheiden zwischen Politik, Individuen, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Hier liegen die Individuen und die Zivilgesellschaft gleich auf. Die Politik hat auch eine Stimme, wird gerade noch größer. Niemand entscheidet sich aktuell für die Wirtschaft. Okay, kleine Tendenz zu den Individuen. Spannend. Okay, vielen Dank dafür. Ich würde mal gerade wieder zurückgehen und nochmal auf unsere Präsentation umschwenken. Genau, also tatsächlich, wie gesagt, ist es eine Übung, die ich zu Beginn unserer Veranstaltung auch mache. Und man könnte denken, dass ich als Vertreterin oder Lehrende im Bereich Service Learning auf die Bedeutung der Zivilgesellschaft bestehen würde, was ich natürlich auch zum Teil tue. Aber vielmehr geht es mir eigentlich darum, zu zeigen, dass die großen gesellschaftlichen Herausforderungen eigentlich ein breites gesellschaftliches Bündnis benötigen, um Lösungen eben hervorzubringen. Und in der Übung kann man oder beobachte ich tatsächlich auch bei den Studierenden, dass wir uns alle immer sehr einig sind, wenn wir über die Herausforderungen sprechen. Und die zweite Frage ist deutlich kontroverser, aber auch natürlich deshalb, weil ich mit der Frage, wer die wichtigste Akteurin in dem Spiel oder in dieser Herausforderung, der Meisterung der Herausforderung ist, sie natürlich in die Bredouille bringe, weil sie priorisieren müssen. Und wie gesagt, geht es mir gar nicht unbedingt darum, zu identifizieren, um wen es ganz zentral geht, sondern vielmehr, dass es eigentlich eine Zusammenarbeit zwischen den zentralen gesellschaftlichen Bereichen braucht. Und gleichzeitig aber auch zu zeigen, wie viele verschiedene Möglichkeiten wir auch haben in den verschiedensten Bereichen und auch in verschiedenen Rollen im Laufe unseres Lebens den Lauf der Dinge mitzugestalten. Und das besonders für internationale Studierende, die ja in einem womöglich noch fremden, auf jeden Fall neuen Kontext unterwegs sind, kein Selbstverständnis und deshalb immer eine gute Nachricht sozusagen. Jetzt aber nochmal zurück. Worum geht es eigentlich? Der Begriff des Service Learning kommt aus dem US-amerikanischen Diskurs und sorgt im deutschen Kontext eigentlich immer erstmal für viele Fragezeichen. Tatsächlich geht das Konzept zurück auf die Idee oder das Konzept des erfahrungsbasierten Lernen, wie zum Beispiel von David Kolb beschrieben, 1984 im Cycle of Experiential Learning. Kolb sagt, dass ein tiefgreifender, nachhaltiger Lern- und Veränderungsprozess dann stattfindet, wenn eine konkrete Erfahrung
kombiniert wird mit einer reflexiven Beobachtung, aus dieser Beobachtung oder Reflexion dann abstrahiert wird auf eine konzeptuelle Ebene und wir neue Bedeutungsschemata oder Perspektiven entwickeln, mit denen wir dann wieder ins aktive Ausprobieren gehen, was uns dann wieder zu neuen Erfahrungen bringt. Und tatsächlich passiert genau das beim Service Learning. Und zwar indem Studierende ihre gewohnte Uni-Bubble, ihre Blase sozusagen hinter sich lassen, rausgehen in die echte Welt, sich in einem zivilgesellschaftlichen, gemeinwohlorientierten Bereich engagieren. Das wird dann kombiniert mit theoretischen Inputs, mit der Vermittlung von theoretischen Zugängen und aber auch mit der Reflexion dieses neuen Wissens in Bezug auf die Erfahrung und eben auch andersrum. Und bei uns in Freiburg bedeutet das dann ganz konkret für Service Learning International, dass unsere internationalen Studierenden in Kleingruppen sich zusammentun, um dann sich in sogenannten Community Projects zu engagieren, zum Beispiel bei der lokalen Greenpeace-Gruppe oder auch, wie jetzt hier auf dem Foto zu sehen, beim Freien Radio. Sie bekommen dann zusätzlich theoretischen Input zu den Bereichen Zivilgesellschaft und Demokratie, Diversität und strukturelle Diskriminierung und sozial-ökologischer Wandel, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit und reflektieren dann diese theoretischen Zugänge und ihre ganz konkrete Erfahrung in Bezug auf sich selbst, die eigene Verortung in diesem theoretischen Kontext und die Verortung der Erfahrung in Bezug auf diese akademischen Zugänge. Und darin liegt dann letztendlich das Potenzial, dass die Studierenden neben dem erweiterten Wissen über diese theoretischen Konzepte und natürlich neue Perspektiven und praxisrelevante Kompetenzen wie Teamfähigkeit und auch Projektmanagement vor allem eine selbstwirksame Erfahrung machen, in der sie ganz aktiv Verantwortung übernehmen für die Gesellschaft, in der sie leben, diese mitgestalten können. Aber auch in Kontakt kommen mit ihren Kommilitoninnen und zu lokalen Changemakerinnen. Und wenn das alles gut läuft, dann sorgt das tatsächlich dafür, dass internationale Studierende zufriedener sind mit ihrem Studium, sich aufgehobener fühlen in ihrer Host Community, ihr Studium mit höherer Wahrscheinlichkeit erfolgreich abschließen und mehr Möglichkeiten haben, dann auf dem deutschen Arbeitsmarkt Entschuldigung, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und letztendlich dann vielleicht selbst zu sowas wie ChangemakerInnen zu werden und unsere Gesellschaft mitzugestalten, was nicht nur den Studierenden gut tut, sondern ganz sicher auch dann unserer Gesellschaft. Und ganz nebenbei wird sozusagen auch die Uni dann zu einem Ort, ich lese es einfach mal auf Englisch vor, that offers students the opportunity to involve themselves in the deepest problems of society, to acquire knowledge, skills and ethical vocabulary necessary for the modes of critical dialogue and forms of broadened civic participation. Und das ist alles, was wir sozusagen brauchen, um die Gesellschaft von morgen gerechter und auch nachhaltiger zu gestalten. Natürlich hat Service Learning auch Grenzen und auch Widersprüche und ja, erreicht nicht immer sozusagen die Ziele, die es sich setzt. Es hängt auch sehr stark davon ab, wie Service Learning gemacht wird. Aber an der Stelle war uns jetzt einfach wichtig, zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, um traditionelle Lehr-Lern-Settings aufzubrechen und Raum zu machen für was Neues. Und in dem Fall eben einen Lernprozess, in dem die Kombination aus Theorie, Praxis und Reflexion neue Perspektiven und auch Handlungsoptionen für internationale Studierende eröffnet. Das wäre es soweit erstmal von unserer Seite. Und jetzt hätten wir im Anschluss noch Zeit für Fragen. Genau, wir haben jetzt noch gute 6 Minuten Zeit und da sind auch schon tatsächlich einige Fragen in den Chat gekommen, die ich Ihnen jetzt quasi einfach mal stellen würde. Gerne. Genau, so die erste Frage von, ich sehe jetzt gerade nur die Vornamen, es tut mir leid. Miriam, können die Studenten auch eigene Initiativen anstoßen? Tatsächlich in dem Modul, das ich betreue, funktioniert es nicht, weil wir konkrete Projekte ausmachen oder im Vorhinein definieren mit den Partnerorganisationen. Aber die Partnerorganisationen sind in der Regel sehr offen auch für die Ideen der Studierenden, sodass sie dann
in der Zusammenarbeit mit den real existierenden Organisationen auch eigene Ideen und ja, Ideen umsetzen können. Wir haben auch ein deutschsprachiges Service-Learning-Angebot an der Uni Freiburg und da ist es tatsächlich so, dass Studierende eigene Initiativen oder eigenes Engagement auch einbringen können und dann dafür oder das sozusagen rahmen können in dem Modul durch Reflexion und Theorie. Vielleicht noch ergänzend, wir haben am Zentrum für Schlüsselqualifikation auch mehrere Praxismodule mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Da könnte es dann quasi nach dem Kurs auch weitergehen, würde ein Studierender wirklich da eigeninitiativ und begleitet und mit ECTS-Punkten was machen wollen. Prima. Vielen Dank für die Antworten. Dann wird hier noch nach einem Link gefragt, wo noch Details nachgelesen werden können. Vielleicht könnten Sie den einfach in den Chat posten, dann können sich den alle noch rechtzeitig rauskopieren. Genau, und machst du's, Julia? Ja, ist schon drin. Dann kann ich Ihnen, Herrn Strauch, schon die nächste Frage stellen. Mega. wie sprechen Sie die Internationals an, beziehungsweise wählen aus, wer teilnehmen darf? Also die Auswahl, es ist ein Seminar, das offen ist für alle Studierenden und im Belegungszeitraum werden die ersten bei mir 24, ich glaube bei Service Learning sind es inzwischen sehr viel mehr Studierenden dann zugelassen. Also und ansprechen, wir haben unterschiedlichste Kanäle, also wir haben einen englischsprachigen besonderen Studiengang, University College Freiburg Liberal Arts and Sciences, das ist ein großer Verteiler, dann das International Office, also wir machen uniweit Werbung über die üblichen Kanäle und Gatekeeper in allen, eben vor allem englischsprachigen internationalen Studiengängen. Vielleicht kann ich da noch kurz ergänzen, was sich auch dieses Semester sehr bewährt hat, waren die Social-Media-Kanäle von der Uni Freiburg. Da hatten wir eine Instagram-Story mit einer Teilnehmerin aus dem letzten Semester gemacht, die tatsächlich, ich glaube, über 2.500 Klicks hatte. Also da hatten wir eine große Reichweite und haben offenbar sozusagen tatsächlich die Internationals erreicht und die Nachfrage nach den Modulen ist auch jetzt im zweiten Semester immer noch groß. Prima. Sie finden jetzt auch den Link im Chat. Wer sich interessiert, nochmal für weitere Informationen, um was nachzulesen oder auch einen Kontakt sucht, finden Sie jetzt im Chat. Und dann sehe ich hier noch eine weitere Frage. Und zwar, kann man das Tool zur Reflexion der positiven Eigenschaften auch anderswo einsetzen? OER zum Beispiel. Ja, überall. Das ist wirklich ein Persönlichkeitsfragebogen. An der Uni Zürich, www.charakterstärken.org zum Beispiel, das kann ich auch gleich nochmal einstellen, und ist tatsächlich erstmal kontextunabhängig, weil eben ein Persönlichkeitsreflexionstool. Und wir, wie gesagt, wenn die persönlichen Stärken reflektiert wird, kann man das in verschiedensten Kontexten einsetzen. Also im Gründungsbereich haben wir das sehr erfolgreich eingesetzt, wie jetzt hier zur Berufsorientierung, aber auch zur persönlichen Lebensgestaltung kann das genommen werden. Ja. Ich schaue jetzt gerade mal. Ich bin hier nicht so affin mit dem Chat. www.charakterstärken.ae.org. Und ich habe auch gerade noch mal probiert, weil gesagt wurde, ich habe es auch gerade selber probiert, den Link noch mal zu copy-pasten. Genau, man muss www davor setzen, dann klappt das. Okay. Prima. Gibt es ansonsten noch Fragen? Im Chat sind jetzt soweit alle beantwortet worden. Ansonsten gibt es jetzt noch 2 Minuten die Chance, den Referentinnen hier Fragen zu stellen. Und hier folgt auch noch der Link zu den Charakterstärken-ORG, genau. Ah, danke schön. Genau. Ja, ansonsten, wenn es jetzt gleich keine Fragen mehr gibt, können wir pünktlich in einer Minute, werden wir hier zurück in die Lobby geschickt. Ach doch, eine Frage kommt noch, die schaffen wir auch noch. Ist die Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch? Die ist in beiden Fällen Englisch. Tatsächlich ist es aber bei Service Learning auch möglich, in der praktischen Umsetzung dann mit den Partnerorganisationen da zum Beispiel Deutsch anzuwenden und so können die Studierenden dann auch ihre Deutschkenntnisse verbessern, aber um sozusagen den Zugang möglichst niedrigschwellig zu halten, haben wir in den Sitzungen, in den Lehrveranstaltungen immer Englisch als Unterrichtssprache. Prima. Dann ja, vielen Dank an Sie, Frau Kolbinger, Herr Dr. Strauch, für die wirklich spannende Präsentation hier bei uns auf dem Festival.
Und ja, ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderbaren Nachmittag. Wer heute Abend in Berlin ist, zum Beer-to-Peer, dann sehen wir uns. Ansonsten Grüße in alle Richtungen weltweit und ja, noch ein schönes Festival. Herzlichen Dank Wir auch sehen fürs uns. Vielen Interesse. Dank, ja. Ihnen auch noch. Sehr gerne.